das ist mein Lanzarote-Skizzenbuch, wo ich vor 10 Jahren wandern war. Das ist eines meiner ersten Skizzenbücher und ich schaue da mal zurück, was ich seither gelernt habe. Auf der Reise habe ich da verschiedene Zeitschriften, Zitate aufgeklebt und verschiedene Notizen. Und da staune ich, wie die Skizze doch recht gut gekommen ist. In anderen Skizzenbüchern sind die ersten 2, 3, 4 Seiten ziemlich unbeholfen, weil ich aus der Übung bin. Aber hier habe ich eben vorher schon viel skizziert, auch um die Farben auszuwählen. Ja, deshalb bin ich da recht zufrieden. Das Gummi Arabicum war etwas suboptimal, um das Billett, um das Busbillett aufzukleben. Ich staune auch über die feinen Farben, die da mit diesem beschränkten Farbkasten entstanden sind. Hier haben wir einen Zwischenhalt gemacht, um Wasser und Benzin einzukaufen. Man sieht hier auch die große Wasserflasche. Das ist so das durchgehende Thema auf dieser Lanzarote-Tour. Einfach, wo finden wir Wasser? Wir haben das im Voraus geplant, dass die Wanderung so verläuft, dass wir jeden Tag einmal Wasser kaufen können. Die Skizze gewinnt auch ein bisschen Charakter oder Kontrast durch dieses Stück Geißkäseverpackung da. Einfach mit den ganz klaren Linien und etwas Kontext mit dieser Häuserzeile am Meer. Und schon den ganz typischen Lanzarote-farbigen Steinen. Das hier ist der erste Zeltplatz. Es ist viel mit gerade Sand vom Ort gemalt, also mit Gummi Arabicum, da dieses Sandige, den Sandboden auf dem Skizzenbuch vermalt. Dann hier so ein Wolfsmilchgewächs. Ich finde es schön, wenn es auch ganz wenige Pflanzen hat, so diese Pflanzendetails genau zu zeichnen und auch so dieses ganz dicke, saftige, knorrige, holzige von diesem Stamm. Hier von diesem Vulkan habe ich etwas Vulkanerde mitgenommen, wo ich dann da unten mit der Vulkanerde und Gummi Arabicum eben diese Farbe gemalt habe. Und die ist so zum Verwechseln ähnlich mit dem Caput Mortuum, das ich da aus diesem Aquarellnäpfchen hatte bei diesem Vulkan da unten. Und hier sieht man den schönen Kontrast vom dunkelgrauen Himmel und den hellen Häusern, die da richtig leuchten. Das ist ein Beispiel für viele kleine Skizzen von einem Ort aus. Ich schaue um mich und sehe verschiedenste Dinge und das Ganze gibt so einen Gesamteindruck vom Ort, wo wir da sind. Die Feder ist auch so eine schöne, leichte, gespürige Erinnerung an diese Tour. Auch ein ganz kleiner Ausschnitt von der Landschaft, da dieses Haus mit dem dunklen Acker und den Bäumen, die Schatten werfen. So Einzelbilder von diesen Streusiedlungen da geben so einen Eindruck vom Ort. Das war ein ganz nebliger Morgen. Man sah fast nichts außer das sonnenfarbige Licht und ein bisschen Horizont mit Pflanzen. Und ja, wenn ich fast nichts sehe, dann versuche ich auch dieses fast nichts zu malen. Und das gibt dann auch diese Stimmung wieder. Hier ist die Sicht wieder ganz klar. Und bei dieser Detailskizze da habe ich die Struktur von den Steinen und von der Erde mit Farbstift nachgemalt, damit die intensive Farbe und eben dieses Strukturierte besser zur Geltung kommt. Weil die Farbpigmente, die bleiben ja an der ein bisschen rauen Struktur vom Papier hängen.
Und das vermittelt dann auch dieses Raue von der Landschaft. Hier gefällt mir wieder so diese Weite von der Landschaft und auch die Details, also wie die Menschen, die da wohnen, in dieser Trockenheit eben findige Wege finden, um das Wasser zu sammeln und aufzubewahren. Und dann auch der Kocher, wo wir jeden Abend etwas Feines kochen konnten, mit der Fußspitze von meinem Freund. Das ist auch eine sehr schöne Erinnerung. Hier ein Beispiel für einen Berg in den typischen Lanzarote-Farben. Und der lebt auch so vom Ineinanderverlaufen von diesen Farbtönen. Also das ist einfach nass in nass gemalt mit den Farben, die ich da gesehen habe. Und weil der Berg nicht eckig und kantig ist, sondern so ein bisschen verwittert, gibt das auch die Struktur wieder. Ich schätze wieder die Detailskizzen, also dieser eine Wolfsmilchbaum, der war so 40 cm hoch oder so. Und diese Reisnägelchen, die ich sonst auch aus der Sahara kenne. Und so das Trockene von der Erde wird sichtbar. Und dann in dieser Detailskizze wieder diese weite Wüstenlandschaft. Die Form kommt durch den Schatten und durch die heller werdenden Horizonte etwas zur Geltung. Und hier im Vordergrund ebenso Einrichtungen, um das Wasser, das hier so rar ist, zu sammeln. Das ist eine meiner Lieblingsübungen. 8 Felder auf einer Doppelseite und dann mit allen möglichen Materialkombinationen so das gleiche Sujet skizzieren in kurzer Zeit. Also das sind so 2 bis 3 Minuten Skizzen, wo ich jeweils versucht habe, mit einer bestimmten Herangehensweise und mit beschränkten Materialien eben diese spezielle Felsformation vor dem Wasser da zu skizzieren. Das hilft mir sehr, einfach Material auszuwählen und auch zu sehen, was sich eignet für welche Sujets und auch für welche Stimmung. Das ist ein Beispiel für eine Doppelseite, wo sehr viel leer geblieben ist. Ich wollte da noch viel schreiben, aber wenn der Tag vorbei ist und ich bin auf der nächsten Seite, dann ist das jeweils nicht mehr interessant und nicht mehr aktuell. Was ich hier mag, ist auch so die Flechten und besonders diese Kochstelle, weil da ist unser Benzinkocher ausgestiegen und wir konnten aber erfolgreich kochen mit einer umgebauten Cola-Dose und Brennsprit aus der Apotheke. Das hier ist ein Beispiel, wo ich jetzt nicht wie bei den vorherigen Skizzen mit Feinliner gezeichnet habe, sondern großzügig einfach mit dem Japan-Pinsel. Dieses Großzügige, das kann so auch das Großartige von der Landschaft und die Weite gut vermitteln. Auch das Weiß dazwischen war eine Entdeckung, wie das zur Weite beiträgt, obwohl hier die ganze Landschaft natürlich voll Vulkansteine war. Aber hier habe ich gelernt, auch wirklich großzügig wegzulassen. Und für die Reiseskizzen, also die Erinnerungen an die Kochstellen und die Wasserstellen und so, schätze ich auch sehr eben die detaillierteren Zeichnungen mit Feinliner und Farbe. Hier habe ich meinen Farbkasten, also mein Malzeug, in Originalgröße gemalt. Rechts auch meine Versuche, so schwarz zu mischen. Die Farben haben sich gut bewährt, aber ich habe doch recht viel Aufwand gehabt, um
einfach ein dunkles Grau oder Schwarz zu mischen. Also ich schätze eigentlich mein Paints Grau sehr, das ich sonst dabei habe. Das ist die Karte von der Tour, bevor ich die Wasserstellen nachher eingezeichnet habe. Und in der ersten Nacht haben wir Tierstimmen gehört, aber wir haben diese Tiere nie gesehen. Wir haben sie auch später wieder gehört und nachgeschaut, aber wir haben nichts gesehen. Und in einem Traum habe ich sie nachher gesehen und ich habe sogar von ihnen gelernt. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über Like, Abo und so. Und mehr Touren-Skizzenbücher sind da. Mehr Urban Sketching Tutorials sind da. Und dieses Video könnte dich auch noch interessieren. Tschüss und bis zum nächsten Mal.